Ja, herzlich willkommen zurück zu BioShock Infinite. Und ja, machen wir mal weiter hier. Eigentlich hatte ich das gerade schon mal gespielt, aber Speicherpunkt wieder nicht Ich verstehe nicht so so ganz, wie wirklich. du das alles machst. Diese Risse. Ich habe sie mir immer als Türen gedacht. Als junges Mädchen habe ich nicht nur die geöffnet, die ich fand. Ich habe selbst welche gemacht. Gemacht? Ich konnte gehen, wohin ich wollte. Aber ich wollte immer wieder zurück. Wohin? Ich weiß nicht. Zu meiner Familie. Wie machst du das? Wie geht das? Das ist ja ziemlich blöd gemacht. Was hast du dabei gelernt? Es ist ein Riesenunterschied zwischen dem, was wir sehen und dem, was ist. Hier mal ein bisschen Wandertag wieder. Alles sehr verwirrend, ja. Und zurück. Hier wollte ich hin. Alles schon gemacht eigentlich, ja? Voll bescheuert. Der alte Preston ist ein Sportsmann, Miss Fitzroy. Ich schleiche mich nicht hinterrücks an, während sie schlafen wie diese Vox-Bubis hier mit ihren Messern. Okay, ein Skype für mich. Und noch einer. Und wenn Sie das hören, regeln Sie Ihre Angelegenheiten und dann kommen Sie, um im Angesicht der Poeten zu sterben. Sie werden die Waffe eines weißen Mannes brauchen. Versuchen Sie es. Findet sich doch keine Sau zurecht, ja. War denn das jetzt hier? Gondel-Action da. Oh Mann. Eigentlich hier, genau. So, erstmal hier runter. Ach so, ja, ich muss ja den Hebel noch umlegen. Auch gut. Die Gondel kommt. Ja, sehr schön. Dich im Stich lassen, meine liebe Elizabeth. Sobald er hat, was er will, ist er weg. Was kann man von einem Lügner und Frauenmörder anders erwarten? Komm, Stock. Vater, Prophet, was immer Sie sind, ich gehe und Sie können nichts tun, um mich aufzuhalten. Oh, mein liebes Kind, da täuschst du dich. Ach ja.
Song jetzt auch. Ja, hier, komm her. Auch gut. Welche feigen Typen hier? Wo seid ihr denn? Da oben oder was jetzt? Bin ich die Typen wohl losgeworden, ja? Alles klar. Ein Patriot, Vorsicht! Was? Ach so, das Ding kommt ja auch noch, ne? Na, klasse. Und tschüss. Bin ich eben hier? Da ist er jetzt, okay. Auch gut. So. So, hier. Die Bude aufmachen. Ein Schloss. Mal sehen, was ich tun kann. Fertig. War eigentlich der Meinung, dass man da nochmal zurück könnte vielleicht, um da noch was zu öffnen mit den Lockpicks, aber keine Ahnung, hab's nicht gefunden. Hier dachte ich eigentlich, wäre ein Speicherpunkt. Hab ich einfach mal hier am Kontrollpunkt neu gestartet. Als Sie da am Strand ohnmächtig waren, haben Sie immer einen Frauennamen gesagt. Anna. Darüber will ich nicht reden. Tut mir leid, es geht mich auch nichts an. Woher stammen Sie, Mr. DeWitt? Aus New York. Was haben Sie dort gemacht? So was Ähnliches wie hier. Nichts, was man unbedingt in seinen Lebenslauf schreibt. Ich bin froh, dass Sie hierher gekommen sind. Was meinst du, wieso ich hier bin? Ich habe gespielt. Jetzt habe ich Schulden bei den falschen Leuten. Ich bin hier, um sie loszuwerden. Was denkst du, wieso ich dich hier raushole? Aus Wohltätigkeit? Wer schickt sie? Leute, die meine Schulden übernehmen. Im Austausch gegen dich. Diese Speicherpunktgeschichte ist hier ziemlich doof. Da könnte man echt mal irgendwie hier so schnell speichern oder so. Das könnten sie echt mal noch patchen. Das wäre super. Das ist so nix. Mit diesen Kontrollpunkten. Man weiß nie, wann er wirklich gespeichert hat oder nicht. Irgendwie ist das komisch. So, jetzt können wir raus hier. Okay. Profil speichern. Jetzt wird er wohl gespeichert haben. Okay. Karabiner ist mir eigentlich lieber. Ich habe Geld gefunden. Bitte. Ja. Mach her damit. Vielen Dank. Ja. Haben wir noch 10 Minuten eigentlich? Könnten wir noch weitermachen? Da ist er! Geh nach!
Gib Ruhe. Hey, das ist ein sicherer Tod. Es war deiner, aber gut. Kann man ja mal machen, ne? Ach, da versteckt sie sich. Wieder so ein Video zum Angucken hier. Dann schauen wir mal hier oben weiter, würde ich sagen. Gibt's wieder einen Fahrstuhl? Okay. Dann mal rein hier. Ja, komm. Boah. So. Man nennt sie also den falschen Hirten. Und ich das Lamm. Lassen Sie uns das nicht tun. Von mir aus. Was denken Sie, woher die wussten, dass sie kommen? Entweder die haben einen Propheten in ihren Reihen. Aha. Oder die Plakate sind von meinen First Lady. An. Okay. Wieso? Keine Ahnung. Jetzt sind wir hier auf diesem Luftschiff wohl gleich. Okay. Warum gefällt mir das nicht? Infusion. Schilde wären mal ganz gut wieder, ein bisschen höher zu ziehen, ne? Ich fühle mich schon besser. Okay. Was gibt's hier jetzt? Konsole benutzen. Oh, und dann geht ja gleich der Flug los wohl. Mit dem Teil. Probieren wir das einfach mal hier. Bereich verlassen. Ja, wunderbar. Ab dem Punkt wird dann eigentlich bald nochmal okay. Gespeichert. Ich will Paris sehen. Meine ich. Ich will alles sehen. Tja, das kannst du jetzt auch. Es gibt niemanden. Moment, was soll das? 40 Nord, 74 West? Das ist nicht Paris, das ist New York. Woher weißt du das? Zeit war alles, was ich in dem Turm hatte, Mr. DeWitt. Zeit zum Lernen, etwa Geografie. Ich hatte Schulden. Und dann kam einer an und sagte, er tilgt meine Schulden. Im Tausch gegen dich. Na komm, es... Na komm, alles wird gut. Los, dreh dich um und sprich mit mir. Wir können... Da gab's erstmal einen auf dem Murmel. Aber ordentlich. Was geht da jetzt ab? Das ist, glaube ich, nicht gut. Gleich wieder einer auf dem Murmel. Ist aber gut hier. Oh, Scheiße.
nicht groß gucken irgendwie. Ein Big Daddy? Naja, sowas ähnliches, ne? Daisy, die frische Luft hat geholfen, der hier ist wach. So, so, du bist also dieser berühmte falsche Hirte. Hast schwer Krawall gemacht bei der Verlosung. Bist du Fitzroy? In Person. Ich habe nichts gegen dich oder deine Vox Populi. Aber das hier ist mein Luftschiff. Und ich brauche es dringend. Wirklich? Für mich sieht's nämlich wie ein Luftschiff von Comstock aus. Hör zu, ich will keinen Streit. Es gibt bereits Streit, DeWitt. Die Frage ist, zu wem hältst du? Comstock ist der Gott der Weißen, der Reichen, der Erbarmungslosen. Wenn du zum einfachen Volk hältst, komm zur Vox. Wenn du zu den Aufrichtigen hältst, komm zur Vox. Ich will nur mein Schiff. Und die Vox wird es dir geben. Doch erst musst du der Vox helfen. Okay. In Finkten unten, da gibt's einen Waffenschmied, der uns mit Knarren versorgen kann. Hol sie bei ihm ab. Dann bekommst du dein Schiff zurück. Ups. Ich muss Elizabeth finden, bevor es zu spät ist. Ja, super. Jetzt geht ja mir wahrscheinlich richtig krank die Post ab, ne? Was quält ihr euch, frage ich? Eine Kuh kann kein Löwe sein. Ich erinnere mich so halbwegs, aber...